Meine Ermordung löste den Ersten Weltkrieg aus. Mein Name ist Franz Ferdinand. Ich war der Erzherzog von Österreich. Das ist meine Geschichte. Ich wurde am 18. Dezember 1863 in Graz als Sohn von Erzherzog Karl Ludwig von Österreich und seiner Frau Maria Annunziata von Bourbon-Neapel geboren. Meine Mutter war eine Enkelin von Feldmarschall Erzherzog Karl und somit eine halbe Habsburgerin. Leider verstarb sie jung an einem Lungenleiden. Ihr Verlust prägte meine Kindheit. Ich wuchs in einer streng katholischen Umgebung auf, da mein Vater Karl Ludwig extrem konservativ und der katholischen Kirche treu ergeben war. Meine Erziehung war darauf ausgerichtet, mich auf eine militärische Laufbahn vorzubereiten, die für männliche Mitglieder der Dynastie im 19. Jahrhundert typisch war. Nach dem Selbstmord meines Cousins Kronprinz Rudolf im Jahr 1889 wurde ich als voraussichtlicher Nachfolger meines Onkels Franz Josefs angesehen. Doch aufgrund eines schweren Lungenleidens, welches meine Gesundheit stark beeinträchtigte, wollte man sich in der Erbfolge nicht festlegen. Erst nach meiner Genesung im Jahr 1898 wurde ich offiziell zum Thronfolger und zugleich zum Stellvertreter des alternden Kaisers in militärischen Belangen ernannt. Trotz meiner Position wurde ich von der Mitwirkung in der Politik ausgeschlossen. Das Verhältnis zwischen meinem Onkel und mir war von gegenseitiger Verständnislosigkeit und Antipathie geprägt. Dennoch entwickelte ich eigenständige Vorstellungen über die Zukunft der Monarchie. Ich kritisierte den Dualismus, der die Deutsch-Österreicher und die Magyaren einseitig bevorzugte, und forderte eine stärkere Einbeziehung der slawischen Nationalitäten. Obwohl ich eine stärkere Einbeziehung aller Nationalitäten in der Monarchie befürwortete, war ich gegen eine Aufteilung der Macht auf viele kleinere Einheiten. Stattdessen glaubte ich, dass wir die Macht weiter zentralisieren und die Armee stärken sollten. Das war meiner Meinung nach der beste Weg, um die Macht der Habsburger zu sichern und den zerstörerischen Einflüssen des Nationalismus entgegenzuwirken. Als Generalinspektor der Armee hatte ich Einblick in die Zustände innerhalb der Armee. Da ich von deren Schlagkraft im Ernstfall nicht überzeugt war, trat ich für eine gemäßigte Außenpolitik ein und war ein Gegner der überzogenen Expansionspläne auf dem Balkan sowie der aggressiven Kriegspolitik des Generalstabschefs Konrad von Hötzendorf gegen Serbien und Italien. Dennoch wurde ich in der Presse als Kriegstreiber dargestellt, ein Bild, das bis heute verbreitet ist. Im Jahr 1894 traf ich auf einem Ball in Prag auf Sophie Kotek. Sie war eine Hofdame der Erzherzogin Isabella. Ich verliebte mich sofort in sie. Sie war nicht von königlichem Blut, was in den Augen vieler ein Hindernis für unsere Beziehung darstellte. Aber für mich spielte dies keine Rolle. Sie war die Frau, die ich liebte, und das war alles, was zählte. Aufgrund ihrer niedrigeren sozialen Stellung war sie am Hof nicht willkommen. Trotzdem heirateten wir im Jahr 1900. Viele Mitglieder des Königshauses blieben aufgrund von Sophies niedrigerem Stand unserer Hochzeit fern. Sophie gebar mir drei Kinder: Sophie, Maximilian und Ernst. Leider sollte unser Familienglück nicht lange halten. Am 28. Juni 1914, während meiner Reise nach Sarajevo, der Hauptstadt Bosniens, wurde ich das Ziel eines Attentats. Ursprünglich war ein Bombenanschlag auf meine Kutsche geplant, doch dieser scheiterte. Die Bombe explodierte hinter uns und verletzte einige meiner Begleiter. Nach diesem Vorfall entschied ich mich, das Krankenhaus zu besuchen, in dem die Verletzten behandelt wurden. Auf dem Rückweg vom Krankenhaus nahm unsere Kutsche eine falsche Abzweigung und fuhr an einem Café vorbei, in dem zufällig der 19-jährige Gavrilo Princip saß. Als er uns sah, ergriff er die Gelegenheit und schoss auf uns. Sophie und ich wurden beide getroffen. Ich wurde in der Halsarterie getroffen, während Sophie in den Unterleib geschossen wurde. Beide Wunden waren tödlich. Sophie starb sofort, während ich wenige Minuten später meinen Verletzungen erlag. Princip wurde sofort nach der Tat festgenommen. Er wurde wegen Hochverrats angeklagt und zu 20 Jahren Haft verurteilt, die maximale Strafe für einen Minderjährigen nach österreichischem Recht. Er starb jedoch bereits nach 4 Jahren im Gefängnis an Tuberkulose. Meine Ermordung und die meiner geliebten Sophie löste eine Reihe von Ereignissen aus, die schließlich zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führten. Es war ein tragisches Ende für uns beide und der Beginn einer noch größeren Tragödie für die Welt.